Sachsenhausen-Oranienburg, im östlichen Vorfeld der Reichshauptstadt liegend, wurde unmittelbares Kriegsgebiet. Die Lager-SS hatte es eilig wegzukommen. Sie hätte ja ohne die Häftlinge gehen können, um sich in die Front gegen den bewaffneten Feind einzureihen. Das war ihr aber wohl zu windig. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie froh war, durch die Aufgabe der Häftlingsbetreuung unabkömmlich zu sein, um an der Kampffront eingesetzt werden zu können. Dafür zeigte sie sich aber bei ihrer Betreuungsarbeit ganz groß. Hunderte von Häftlingen gingen dabei drauf. Wer es überstand, kann wahrlich von Glück reden, dass er durchkam. So berichtet der Dortmunder Sozialdemokrat Fritz Hensler über den Todesmarsch der Häftlinge des KZ Sachsenhausen nach Schwerin, an dem er Ende April 1945 selbst teilnehmen musste. Fritz Hensler war am 7. Juni 1937 vom Dortmunder Polizeigefängnis Steinwache aus ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert worden. Er überlebte über 9 Jahre Haft, davon 4 Monate in der Steinwache und 8 Jahre im Konzentrationslager Sachsenhausen. In seinem Bericht über den Todesmarsch schreibt er weiter: Am 20. April 1945 begann der Treck von insgesamt über 30.000 Häftlingen, aufgeteilt in Marschkolonnen zu je 500. Die Vorsorge für den Treck war ganz den Liquidierungsmethoden in den Konzentrationslagern angepasst. Wenige Tage vorher waren vom Genfer Roten Kreuz einige tausend Pakete für die Häftlinge angeliefert worden. Sie wären für die Marschverpflegung eine willkommene Zulage, jedoch sie wurden für die SS geklaut. Auch eine Menge sonstigen für das Häftlingslager bestimmten Proviants war vorher schon abgefahren worden. Die Häftlinge sahen nichts mehr davon. Als der Treck begann, konnte nicht mal mehr allen Marschkolonnen die für 5 Marschtage völlig ungenügende Verpflegung von insgesamt 3 Pfund Brot und 250 Gramm Wurst gegeben werden. Einige tausend wurden in Marsch gesetzt ohne jegliche Verpflegung. Die meisten Häftlinge besaßen auch kein Schuhzeug, wie es für einen langen Marsch erforderlich ist. Rechnet man hinzu, dass der allgemeine Ernährungszustand ein sehr schlechter war, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass es bald Marschkranke in Fülle gab. Für diesen Fall war aber durchgreifend gesorgt. Wer liegen blieb, war von seiner Qual bald befreit. Jede Marschkolonne hatte ihr Umlegungskommando, das die Maladen durch Genickschüsse erledigte. Hunderte von Leichen in den Straßengräben und im Gelände längs der Straßen zeigten Spuren des Häftlingstrecks. Zur Ausnahme zählten auch die Nachtquartiere, die eine ordentliche Ausruhmöglichkeit gaben. In eine Scheune, die für ca. 200 Mann als Ruhelager knapp ausgereicht hätte, sollten die ganzen 500. Sitzend, die Beine ganz am Körper, musste die Nacht verbracht werden. Die es vorzogen, sich trotz Regen vor die Scheune in den Dreck zu legen, galten andern Tags als die Glücklichen, weil sie sich wenigstens ausstrecken konnten. Verpflegung durch die SS während des Marsches gab es nicht. Auch nicht für die Kolonnen, die ohne Brotzuteilung in Marsch gesetzt worden waren. Das Einzige: verschiedentlich gab es in den Quartieren durch das Entgegenkommen der betreffenden Landwirte 2 bis 3 Kartoffeln pro Person. Retter in der Not war in dieser Situation für eine große Zahl das Genfer Rote Kreuz. Es war auf die Elendsstrecke aufmerksam geworden und setzte sofort mit einer Hilfsaktion ein. Wer das Glück hatte, zu einer von ihm aufgespürten Marschkolonne zu gehören, konnte mit 4 bis 6 Häftlingen zusammen sich ein Paket, ca. 5 Kilogramm, teilen. Um den Hunger zu bezwingen, reichte es zwar nicht, dennoch war es für viele eine Hilfe, die sie zum Durchhalten in Stand hielt und sie vor dem Genickschuss im Chausseegraben bewahrte. Der Wald von Belo, ca. 10 Kilometer hinter Wittstock, war zunächst das Marschziel. Kampieren im Freien. Die Wasserversorgung aus einem Graben, unrein und mengenmäßig ungenügend. Und die Verpflegung? Am ersten Tag gar nichts, am zweiten und dritten Tag auf die Person 1 Esslöffel voll rohe Grütze und auf 100 Personen 1 Kilogramm Büchse Fleischkonserven.
was aber den verantwortlichen Lagerführer nicht hinderte, auf die Verpflegungsfrage eines Rotkreuzvertreters höhnisch die Antwort zu geben: Schweinebraten und Kartoffeln. Effekt? Wieder gingen einige hundert Häftlinge an Erkräftung ein. Es kam sogar vor, dass Leichen angefressen wurden. Nach 4 Tagen erwies sich der Wald von Belo auch als unsicher gewordene Fluchtstätte. Wieder Marschbefehl. Glücklicherweise hatte das Rote Kreuz nochmals mit einer Hilfsaktion eingesetzt, denn während des dann folgenden 4-tägigen Marsches bestand die Gesamtverpflegung in einer einmaligen Kartoffelverteilung von ungefähr 1,5 Pfund auf die Person. Wahrscheinlich informiert durch das Rote Kreuz wurden von Feindfliegern Flugblätter abgeworfen, die der SS androhten, dass jeder zur Rechenschaft gezogen werde, der sich gegen die Häftlinge vergehe. Ausreden, nur auf Befehl gehandelt zu haben, würden nicht anerkannt. Diese Warnung blieb nicht ohne Wirkung. Umgelegte gab es trotzdem in Fülle, weil sie bei Kartoffelmieten und Pferdekadavern zur Hungerstillung plündern und auch weil sie flüchten wollten. Je mehr es dem Zusammenbruch und der Auflösung zuging, je kritischer wurde, besonders für die politischen Häftlinge, die Situation. Die Fanatiker der SS merkten, dass sie ausgespielt hatten. Bei manchem war zweifellos der Wille vorhanden, vorher unter den Häftlingen aufzuräumen. Doch der Auflösungsprozess ging zu schnell. Bei anderen SS-Leuten überwog die Sorge um das eigene Schicksal. Als dann bekannt wurde, dass der vorgesehene Weg durch Schwerin nach dem Norden Richtung Lübeck durch das Vordringen der Amerikaner abgeschnitten war, war es mit der Ordnung in den Trecks aus. Zwar wurde von einigen Kolonnenführern noch versucht, die Trecks umzuleiten, mancher Häftling wurde dabei auch noch abgeknallt, aber trotzdem, mit der Autorität der SS war es vorbei. So schmachbeladen wie das ganze Wirken der Lager-SS war, war auch ihr Ende. Mit Glück und durch die Hilfe von Mithäftlingen entging Hänsler dem Genickschuss der SS-Wachmannschaften. Über 1000 Häftlinge waren umgekommen, viele von ihnen durch Aufseher erschossen. Nach 200 Kilometern Fußmarsch erreichte Fritz Hänsler Schwerin. Entkräftet und verletzt erlebte er das Kriegsende versteckt in einer Gartenlaube am 2. Mai 1945. Es dauerte noch Wochen, bis er sich einigermaßen erholt nach Dortmund durchschlagen konnte. Dort angekommen, nahm er seine politische Arbeit als Führungsfigur der SPD wieder auf und wurde 1946 Oberbürgermeister von Dortmund. In dieser Zeit verfasste er auch seine Erinnerungen an den Todesmarsch. Fritz Hänsler starb im Dezember 1953.